Hallo YouTube, heute mache ich wieder ein Tutorial über das Samsung Monte. Beim letzten Tutorial habe ich gezeigt, wie ihr das iPhone-Menü bekommt. Und heute möchte ich zeigen, wie ihr das mit dem Android-Menü hinbekommt. Zunächst ladet euch die Dateien runter, die ich euch in die Beschreibung getan habe. Wenn ihr das gemacht habt, öffnet den Multiloader V5.56. Nein, den V5.62. Genau, denn da ist das BRCM2153. Machen wir einen Punkt und hier bei Full Download ein Häkchen. Und jetzt müssen wir die Firmware S5620XEJE1 drauf tun, bevor wir das mit dem Android hinbekommen. So, ja, auf Boot klicken und dann suchen wir uns unseren S5620XEJE1 Ordner und klicken auf Boot Files. Bei AEMS suchen wir unseren Ordner auch wieder. SS Apps, eben Apps Compressed RSRC1. Ja, hier Low nehmen und nicht mit, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Also Low. Dann gibt es hier verschiedene. Da, wenn ihr am besten das erste nehmen, also mach das hier mal und hier bei diesem PFS gibt es nämlich auch wieder diese verschiedenen. Also versucht bei beiden mit der gleichen Endung, also beide mit der gleichen Endung zu nehmen. Ja, dann wieder auf Port Search, also Handy anschließen, SIM-Karte oder Speicherkarte raustun und ja, Lautstärke-Taste nach unten drücken, Kamerataste und Einschaltknopf, also der Auflegeknopf, alle drei gemeinsam drücken, bis Download erscheint, dann anschließen und auf Port Search. Ja, ich mache das jetzt mal. So, wenn ihr das gemacht habt, steht hier Ready, Port Search, dann Ready Monte. Dann nur noch auf Download klicken und warten, bis alles gedownloadet wurde. Da steht dann da unten All Files Complete oder so. Und das mache ich jetzt nicht, weil ich es eben schon gemacht habe. Und ja, dann sollte euer Handy ein paar Mal neu starten, wenn es endgültig neu gestartet ist. Dann mache ich, also dann, ich schalte es jetzt auch mal wieder ein. Also dann habt ihr eben nur diese Firmware drauf, aber noch nicht das Android-Menü. Also wenn es sich eben neu gestartet hat, Handy eingeschaltet, anstecken. Den Ordner öffnen und dann, wo Phone ist, also keine Speicherkarte, sondern beim Hauptverzeichnis, kopiert ihr den RES-Ordner hinein, der auch in der Beschreibung ist. Dort sind die Dateien wie ja, eben die Sprache und so. So, ohne den funktioniert das Ganze nicht. Okay. Wenn ihr das gemacht habt, schaltet euer Handy wieder aus. Wieder Lautstärke-Taste nach unten, Kamera-Taste und Einschalt-Taste oder eben die Auflegetaste, bis wieder Download kommt. Und nun schließen wir den Multiloader und nehmen nun den Multiloader V5.56 her.
Dort klicken wir auf LSI 6410. Hier machen wir mal gar nichts. Und nun auf Apps klicken. Und dann dieses Apps Compress, das ich extra nochmal hochlade, auswählen. Nun auch bei, ich glaube, das war das, nein, das war RSRC2. Und auch das nehmen, was ich nochmal extra in die Beschreibung packe. So, dann wieder Handy anschließen, es ist im Download-Mode und wieder Port-Search und die ganze Sache nochmal Download. Warten, bis ich es neu gestartet hat. Und nun solltet ihr das, nun sollte das Android-Menü drauf sein. Ich werde es als Deutsch hochladen. Ihr könnt die Sprache aber auch optional ändern, indem ihr in euren RES-Ordner geht und dort diese drei oder zwei, also auf jeden Fall Config und Desconfig, genau, diese zwei. Dort sind Ikonen, also was mal mit Notepad, ihr könnt es auch mit dem Editor machen. Hier sind zum Beispiel, was Kontakte heißt, Anrufliste, SMS und so weiter. Meine Dateien und so, das wird alles auf, ich glaube, Polnisch oder so sein, deswegen habe ich das auf Deutsch geändert. Ihr könnt es natürlich in irgendeine andere Sprache ändern. Das gleiche mit der Desconfig gibt es auch noch. Aber ich lade es eben auf Deutsch hoch und deswegen sollte es kein großes Problem sein. Was ich noch zeigen wollte, wenn ihr auf Widgets geht und dieses Weather. Das ist so ein Wetter-Widget, wo eben angezeigt wird, wie warm es draußen ist. Ich werde euch das Ganze nochmal in der Beschreibung erklären. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Bei Fragen, ich werde alles so gut wie möglich beantworten. Tschüss!